In einer Zeit, in der die letzten bunten Blätter von den Bäumen gefallen sind und es manchmal gar nicht richtig hell werden will, in einer Zeit, in der die Nächte länger und die Tage kürzer sind, in der die Wege und Straßen von Regen und Nebel nass und schmutzig sind, in dieser dunklen Zeit beginnt der Advent und damit das neue Kirchenjahr. In dieser Zeit der Dunkelheit warten wir alle auf den, der von sich selbst gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Ein kleiner Junge kommt beim Einkauf mit seiner Mutter an einer Kirche vorbei. Der Junge sieht die Fenster der Kirche und ist verblüfft. Fragend wendet er sich an seine Mutter: Warum sind die Fenster der Kirche so dunkel? Die Mutter nimmt den Jungen und geht mit ihm in die Kirche. In ihr werden die Fenster plötzlich strahlend bunt und leuchten in den schönsten Farben. Der Blick des kleinen Jungen wandert über die Fenster und bleibt an dem hängen, durch das gerade die Strahlen der Sonne scheinen. Eine Gestalt ist zu erkennen. Und auf die Frage, wer das sei, antwortet die Mutter: Das sind Bilder von Heiligen. Einige Zeit später, im Religionsunterricht, in dem auch unser kleiner Junge ist, fragt der Lehrer die Kinder: Was ist ein Heiliger? Und wie aus der Pistole geschossen kommt die Antwort: Ich weiß es. Ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den das Licht scheint. Alle Menschen, groß und klein, jung und alt, sehnen sich nach Licht. Darum zünden sie gerade in der dunklen Jahreszeit Kerzen an. Wir möchten ermutigen, Lichtgestalten im Advent kennenzulernen, zu entdecken und zu spüren, dass es, je näher die Ankunft Jesu rückt, immer heller wird. Lassen wir es Woche für Woche heller werden.